Letzten Woche liegt mir jedoch nichts mehr am Gelde. Das hast du schon mal Felix gesagt. Felix und ich gehen nach Britain zurück, um etwas zu... Warum laberst du dasselbe? Danke für... Na gut, das schon... Haben wir auch dasselbe geredet? Nee, gut. Ich guck mal, ob ich diesen Besen mitnehmen kann. Nein, auch wieder einen Besen, den ich nicht mitnehmen kann. Man muss irgendwo einen Besen finden, den man mitnehmen kann, weil das ist echt praktisch. Gut, man kann dann nämlich zum Beispiel hier schon in eine spätere Stadt gehen und sich dort ausrüsten. Das ist sehr, sehr cool. Also, da kann man schon ein bisschen Story vorwegnehmen. Okay, ich glaube, hier muss man einfach nur das Ding anzünden. Ich glaube, hier war das wohl mal nicht nötig. Richtig. So, das Ding ist relativ gut rätsellastig. Also, die Dungeons sind insgesamt recht rätsellastig. Das ist sehr, sehr cool. Weil die Rätsel sind wirklich auch nicht unbedingt zu trivial. Also hier sind sie noch relativ trivial, aber sind alle ganz cool gemacht und auch bis zum Ende sinnvoll verteilt. Achso, ich habe vorhin übrigens so eine Heilscheiße gefressen und dann ist nochmal schon weggeschmissen. Okay, kann man die Flaschen weghauen oder mitnehmen und damit halt Sachen machen. So, gut. Hier hinten ist nichts gewesen. Manchmal muss man nämlich in diesen Nestern gucken, da ist irgendwo mal ein Schlüssel versteckt. Ja. Egal, ja, Gelaber. So, wir müssen jetzt auf die höchste Säule des Säulenraumes. Und das können wir mit dieser wundergeilen Sprungaktion, wie das geht hier halt, einfach hinzeigen, wo du hinspringen willst, er springt dahin, sehr gut machen. Und dann haben wir den ersten Teil, den Kiranstein. Ich fand den gelben Kiranstein. Ja, an diesen Soundbug muss man sich gewöhnen, aber es ist halb so schlimm. Ein wunderschöner Schwenk und an die Tür. Man sieht, dass die Tür aufgeht und die Tür. Aha. Ja, okay. So. Ja. Mhm. Ja. Genau. So. Ich glaube, hier muss ich runter. Und hier geht's nicht lang. Die Tür ist nämlich zu. Genau. Aber gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö. Also die vier Leute haben jeweils... Oder gibt's hier? Ja, hier geht's durch. Aber die Tür ist zu. Hey. Moment. Ich weiß, dass man da eben runter... Ja, das Geräusch macht überhaupt gar keinen Sinn. Egal. Hier gibt's doch was. Das wusste ich doch. Bin ich jetzt... Falsch oder was? Ich meine, man kann doch da. Hey, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Okay, ich habe keine Ahnung, was die Geräusche sollen. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich habe es nie verstanden. Das kam nämlich schon öfter mal und ich habe es nie verstanden. Egal, hier gibt's Geld. Ja, weg mit dem Teilen, weg mit dem Teilen und her mit dem Tanken. Ah, gut. Ja, da hinten ist ein Heiltrank und noch ein Zauber. Ach, mir egal, da renne ich jetzt nicht extra rein. Oh Gott, jetzt gib mir doch das scheiß verdammte Geld, Mann. So. Juten, was ist hier? So, hier ist eine Wormguard-Rüstung anscheinend. Auf jeden Fall kann ich das umändern. Was hat denn das gebracht? Immer? Hütet euch vor der Verheißung der Finsternis. Wenn ich drauf drücke, kann ich das Ding nehmen? Wow! Das ist eine sehr, sehr gute Rüstung. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Kaum ein Unterschied. Nun gut, jetzt machen wir wieder zurück. Nö. Aber ich glaube, hier darf man nicht draus trinken, weil das giftig ist. So, aber jetzt hier. Weiß ich gar nicht, ist das jetzt richtig oder soll ich lieber den anderen Weg gehen? Ach, man muss ja sowieso wieder rauskommen, also. Bin mir nicht mehr sicher, was jetzt zuerst gemacht werden muss. Auf jeden Fall ist da hinten ein umgekippter Eimer. Also nehmen wir diesen Eimer mit. Schleppen diesen Eimer auf die andere Seite und schon ist Phase zu Ende hier. Also das Rätsel ist hier einfach den Eimer rüberzustellen. Das ist alles, was man tun muss. Und dann geht die Tür auf. Schön. Ja, welche Tür war das jetzt? Von wo bin ich denn gekommen? Ich glaube, die andere Tür ist hinter mir eh verschwunden. Also, bupp. Gehen wir sie zu. Ja, wir sind jetzt hier. Hier könnte was drin sein. Gucken wir mal. Max, Max. Die geht nicht mal kaputt. Nö. Egal. Dann gehen wir weiter. So, hier ist was. Gegner. Oh, Ratte. Ah, lauf nicht weg, du Arschloch. Komm. Ratte. Jetzt hau die Ratte, Mann. Jetzt bist du schon wieder vergiftet, du Affenkind, ey. Wir müssen schon wieder bald heilen. Ja, fressen wir mal ein Brot. Gucken wir mal, wie viel Brot heilt.
Schon wieder Gegner? Wo? Ja, zeig mir erstmal die scheiß Gegner hier, kein Bock. Ne, da hinten irgendwo, keine Ahnung. Ach, jetzt ist alles hier vergiftet. Alles ist vergiftet. Okay. Ach gut, da ist nichts. Fertig. Licht an. So, Geld. Wollen wir haben. Ach ja. Na gut, okay, weiter geht's. Das sag ich gerne übrigens. Ja, da hinten ist eine Spinne. Ja, und die hauen wir, weil wir sie hauen wollen. Weil wir sie hauen wollen. Oh, jetzt die scheiß Spinne um. Jetzt hau die scheiß Spinne um. So. Meine Fresse. Kann sich echt schwer tun mit so einer scheiß Spinne. So, was haben wir hier für einen Phasenscheiß? Ach, meine Fresse. Immer nur Gegner. Immer nur Gegner, ey. Das ist doch echt langsam mal nervig. So. Gut. Schön. Haben wir hier noch was Feines? Ist da was drin? Ja, Bandagen. Ja, das ist auch noch eine Heilungsmethode. Bandagen. Die sind sowieso gar nicht schlecht. Zumindest am Anfang. Wie gesagt, später ist sowieso alles Schrott. Ich glaube, eines von diesen Schildern konnte man... Ah ja, das da. Ja, und ich glaube, dann öffnet sich hier hinten eine geheime Wand. Mit einem geheimen Schalter. Und den brauchen wir. So, da ist Phase vorbei. Ich glaube, das wäre, wenn wir den normalen Weg weitergelaufen wären, hätten wir dann dort, na, ja, unter Druck gestanden. Okay. Was machst du denn da oben? Dann komm her, Kumpel. Ach, kommst du bei den Treppen steigen? Offensichtlich, du kommst bei den Treppen steigen. Oh, niedlich. Gut. So, hier finden wir, ah ja, die Lederrüstung. Genau, die hätten wir hier gefunden. Okay, ich war mir nicht sicher. Der ist tot und liegt neben einem Brunnen. Tod, neben Brunnen. Tod, liegt neben Brunnen. Tod, liegt neben Brunnen. Trinken wir doch mal einen Schluck. Nein. Dann sterben wir nämlich instantly. Dumme Idee. Machen wir also nicht. Aber ich glaube, die restlichen sind nicht mehr weiter vergiftet. Gut, dann haben wir hier noch was. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel im Nest. Ja. Und dann machen wir mal auf hier. Und finden einen Bogen. Aber es ist nur ein Anfängerbogen. Und der ist nicht so gut wie der Langbogen. Deswegen lassen wir den da liegen. So, wir stechen die Türe auf und gehen mal hier weiter. Aber was ist mit dem Anfang jetzt gewesen, wo wir jetzt nicht lang gegangen sind? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kommen wir durch die andere Tür durch oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommen wir irgendwie wieder zurück und dann werden wir die Stelle wieder sehen, wo ich dann vorhin nicht lang gegangen bin. Das war auf jeden Fall nicht weiter relevant, soweit ich mich erinnere. So, was muss man jetzt hier machen? Man muss wissen. Was denn nur schon wieder? Kein Gegner hier, also mir egal. Dass man diese Dinger... Ach, nicht die 1, sondern die F1 muss ich drücken. Och, nö. So, F1, komm. So, dass wir mal einen Bogen nehmen und hier drauf schießen müssen. Komm. Geile Aktion. Okay. Und dann müssen wir... Jetzt habe ich 2 gedrückt und nicht F2. Ich bin so blöd. Oh Mann, Leute. Ach je. Okay, und Waffe ziehen. Gut, wieder ein Rätsel gelöst. Jetzt weiß ich die Rätsel noch alle relativ, weil es der Anfang des Spiels ist. Nachher weiß ich sie nicht mehr so genau, weil es schon echt eine Weile her ist, wo ich es gespielt habe. Und die Rätsel nachher schwieriger werden und ich mir die nicht mehr alle merken konnte. Also es war wirklich nicht mehr so leicht. Definitiv nicht. Also ehrlich nicht. Ich mache keine Späße. Also wenn ihr mir das nicht glauben wollt, dann möchte ich, dass ihr mir glaubt, dass es wirklich so ist. Ich glaube, man muss das Ding darauf stellen. Jetzt unten bleibt diese Platte. Nee. Nix zur Sache. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Und das, glaube ich, Geheimnis ist auch notwendig. So. Dieser Gegenstand ist verschlossen. Stimmt. Und ich weiß nicht genau, wo ich diesen Schlüssel dafür finden würde. Ich glaube, den habe ich letztes Mal nicht gefunden, wo ich hier war. Egal. So wichtig kann es nicht sein. Auf jeden Fall merken wir uns, wenn wir irgendwo einen Schlüssel finden, sollten wir mal zu dieser Truhe zurückkehren. Okay. Da ist es ja eigentlich halb so wild, weil man kann einfach zwischen den Sachen durchgehen. Dann wird man mich auch nicht getroffen. Ansonsten kann man natürlich einfach gucken, dass man die Dinger nicht berührt. Und drauf. Und dann ist er offen und gehen wir da durch. Ich sollte ihn wieder auf Laufmodus stellen. Ich quatsche es hier lang zu tuckern. Oh, oh, nein, nein. Oh Gott, ein Endboss. Ein Endboss, was ist es? Was ist es? Oh Gott, ein Dämon. Nein, ein Kirenstein. Schön. Ja, nun flieg nicht so hoch. Der blaue Kiranstein gefunden. Kommt gleich. Moment, Leute, ihr müsst nur warten, bis das Gebumsel aufgehört hat. Schön. Ja, und dann gehen wir wieder zurück. Das
war es nämlich hier schon mit Phase.